Es war eine fixe Idee von Dani Heusch und ihrem Modeladen Kultig in Simmerath, einen Mädelsflohmarkt auszurichten. Aus der Idee wurde dann die Veranstaltung im März in der Eicherscheider Tenne, die sämtliche Erwartungen übertraf. Und direkt am Veranstaltungstag selbst kündigte Dani die Fortsetzung an. Ihr werdet einen neuen Termin bekommen, auf jeden Fall wieder hier in der Tenne. Ja, hi Dani, im Studio. Hallo Dirk. Das war im März dein erster Mädels-Flohmarkt, großer Erfolg. Und dann hast du damals gesagt, direkt noch einen. Ja, hinterher. Klar. Ja, also der nächste Flohmarkt ist jetzt am 22. Oktober. Oktober. Genau. Und wieder in der Tenne. Wieder in der Tenne. Genau. Wieder von 10 bis 16 Uhr. Also wir haben jetzt eine Stunde verkürzt. Ja. Aber es wird sich, denke ich, trotzdem auch durch die Stunde nicht viel. Ja. Es sind wieder viele Stände wahrscheinlich schon belegt. Ach, die waren so schnell belegt. Ja. Ich hatte ja schon quasi da die Hälfte an dem Tag auf meiner Liste. Die war ja schon halb voll und irgendwann telefonierst du die ab und rufst an und meldest und schreibst E-Mail. Ja, die war, also das ging wirklich rucki zucki, dass der Markt, also der Flohmarkt wieder ausgebucht war. Ne? Ich hatte, glaube ich, am Ende nur noch 5 oder 6 Plätze frei. Mhm. Ja, und die sind jetzt weg. Ne? Ja, also wir brauchen jetzt nicht mehr aufzurufen, dass noch jemand hier. Also ich hab eine Warteliste, die ist unvorstellbar, das ist Wahnsinn. Dann müssen die in der Tenne mal anbauen. Ne? Damit du die müssten wirklich anbauen. Nein, Spaß beiseite, aber durch die Liste, also durch diese Liste, die ich jetzt habe mit Anmeldungen oder die sogar jetzt schon sagen, ach, das ist gar nicht so schlimm, dann mache ich nächstes Jahr mit. Ne? Ja. Also dieser Kelch, der zieht nicht an mir vorbei. Der geht weiter. Der geht weiter. Ich meine, ist ja auch schön. Ne? Ich meine, es war ja auch ein Erfolg. Ne? Ja, wir haben ja, wie gesagt, eben die Ausschnitte gesehen. Was ist denn in diesem Jahr oder in dieser Folge im Herbst anders als vorher oder wird es einfach wiederholt? Also es wird eigentlich wieder so gut wie dasselbe sein. Das, was sich natürlich geändert hat, was ich auch ein bisschen schade finde, ist, ich habe jetzt keine Hairstylistin für Brautfrisuren oder Make-up-Artist gefunden, weil die haben wirklich kurzfristig jetzt abgesagt. Mhm. Halt aus privaten Gründen und ich habe mich jetzt ein bisschen umhört, aber es ist halt schwer, jemanden zu finden, weil die Termine weg sind, weil es wird noch geheiratet, es sind kirchliche Trauungen, Geburtstage, ich habe keine Ahnung, was es hier alles an Feste gibt. Ne? Und da jetzt jemand zu finden, das war wirklich sehr schwer. Ich meine, private Aussteller jetzt, ne, Stellerinnen, die haben sich natürlich dann gefreut, dass man das dann ersetzen konnte, aber das werde ich dann auch für nächstes Jahr auch ein bisschen anders angehen. Ne? Ja. Also das wird sich jetzt ändern, dass ich habe eine, die war auch letztes Jahr dabei, die bietet das denn jetzt auch ein bisschen mit an, was mit Beratung zu tun hat, was mit Make-up und Pflege und keine Ahnung zu tun hat. Also da ist schon eine Ausstellerin, aber jetzt nicht so wie letztes Jahr. Ein Flohmarkt ist ja im Grunde genommen immer das, wo man seine Waren, die man nicht mehr braucht, abgibt. Gibt es denn da jetzt einen Unterschied, weil es halt Herbst ist, dass jetzt die Damen, die ihre Klamotten abgeben, eher auf herbstliche Dinge abzielen? Da muss ich jetzt wirklich passen. Ne? Das kann ich dir nicht sagen. Überraschung. Es ist wirklich, ich meine, es war ja im März auch so. Ne? Ich habe das gemacht. Ich wusste ja gar nicht, mit was die Damen, die Ladies kommen. Ne? Ja. Und das wird auch jetzt wieder so sein. Also ich weiß, womit ich wiederkomme. Du hast ja deinen Laden. Ne? Ja, klar. Und mein Kleiderschrank hat sich auch von da an, von März bis jetzt, wieder ziemlich gefüllt. Okay. Ne? Klar, dass ich wieder aus unserem Geschäft die Sachen mitbringe, die ich privat getragen habe und so. Ja. Es kommt immer wieder Neues. Wie gesagt, ich ziehe auch die Sachen an. So, also das ist jetzt, sage ich mal, jetzt auch wieder ein Teil. Ne? Das ziehe ich jetzt 2-3 Mal an. Und dann zack, liegen schon die nächsten wieder da. Ja, aber das ist. Okay, wenn man in der Branche ist, dann ist das normal. Ne, du musst es ja auch präsentieren und zeigen. Ja. Ne? So, und das ist halt so. Und womit jetzt die Mädels ankommen, ich habe keine.
Keine Ahnung. Ja. Also ich weiß aber, dass auch eine ältere Dame dabei ist, ne? Ja. Die gesagt hat, bin ich denn nicht zu alt? Und ich so, nein, auf gar keinen Fall. Ja. Ich sage, man ist nie zu alt. Ne? Also Platz gibt es rund um die Tenne und kommt einfach vorbei. 10 Uhr geht's los am 22. Sonntag, 22. Oktober. Der zweite Mädelsflohmarkt, organisiert von Dani Heuch. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Für die Information. Ja, und ich habe zu danken, dass ihr wieder. Ja, ne? Gerne gemacht, gerne geschehen. Wir finden zwar kein Kleidungsstück für uns, aber die Mädels garantiert. Also viel Spaß. Hundertprozentig. Viel Spaß beim Mädelsflohmarkt. Den werden wir bestimmt wieder haben. Yes. Ja.